kaufen nichts. Wer hat den Toaster wieder auf hoch gestellt? So. Tami! Wie oft muss man diesem Kind sagen, dass sie die Sachen ordentlich einstellen soll? Guten Morgen. Ich mach dich schon. Danke. Immer wenn man es eilig hat, geht alles schief. Hast gut geschlafen? Ja, danke. Tut mir leid, dass ich so spät runterkomme, aber das Bad war besetzt. Sollte mal einer von der Familie auf die Idee kommen, mir zu helfen. Aber die schaffen es ja nicht mal pünktlich da zu sein zum Frühstück. Sie kennen doch nicht wieder so schöne Hosen auf dem dreckigen Boden da umeinander rutschen. Jetzt lassen Sie mich doch geschwind einmal durchsaugen, damit Sie es da hinten auch wieder schön sauber und gemütlich haben, ne? Ich brauch's nicht so sauber. Und gemütlich ist bei mir sowieso. Ja, Herrschaft, können Sie denn nicht aufpassen? Da schauen Sie, was Sie da gemacht haben. Ja, da schauen Sie. Ja, was soll ich denn sehen? Jetzt sehen Sie freilich nichts mehr, weil Sie es aufgesagt haben. Das isländische Moos, das ich mir vorbereitet habe, das haben Sie jetzt in Ihrem Stabsauger drin. Was? Das bröselige grüne Zeug, was da überall rumgelegen ist? Ja, das grüne Zeug, das ist isländisch Moos und gehört zur Landschaftsgestaltung. Und das kann ich mir jetzt aus Ihrem Staubsauger, aus dem dreckigen Müllsack da rausholen. Ludwig, Frühstück! So, kann mir mal einer einen Joghurt mitbringen? Wenn du was willst, holst du gefälligst selbst. Wir sind nicht dein Dienstpersonal. Nur weil Opa sich von dir bedienen lässt, musst du doch nicht gleich auf mir rumhacken. Habe ich mir doch gleich gedacht. Und was denn? Ein Brief vom Anwalt. Insel? Ja. Er rät von einer Anzeige gegen die Sekte ab. Es gibt keinerlei Beweise dafür, dass Ilse unter Zwang gehandelt hätte. Der Übertrag des Hauses geschah auf freiwilliger Basis und im vollen Besitz ihrer geistigen Kräfte. Er sieht keine Möglichkeit, der Sache strafrechtlich beizukommen. Das habe ich mir gedacht. Die lassen die Ilse nicht mehr los. Naja. Vielleicht war es gut so. Die beiden haben eh nicht zusammengepasst. Der Opa wird schon drüber wegkommen. Ist die Erna hier am Samstag? Ja. Sag bloß, das hast du noch nicht gespannt. Sieht doch ein Blinder, wie die den Opa anbaggert. Steck du deine Nase lieber in deine Mathebücher, ja? Wir haben Ferien, da hat ein Schüler recht auf seine Erholung. Und sei froh, dass der Moritz dir überhaupt Nachhilfeunterricht gibt. Noch dazu in seinen Ferien. Wer hat denn unsere süßen kleinen Streber gebeten? Ich vielleicht. Reiß dich zusammen, Tami. Sonst bewusst, dass es irisch Moos gibt und dann besorge ich es ihnen. Isländisch Moos, isländisch, nicht irisch.
Und ersetzen brauchen Sie mir gar nichts. Ich bin heilfroh, wenn Sie in Zukunft einen weiten Bogen um meine Anlage machen. Tami, was ist? Ich bin fertig. Ist ja echt ätzend, das Frühstück hier. Tami, du bleibst hier und machst Mathe. Wo ist denn der gute Joghurt heute? Dein Joghurt ist im Mülleimer. Und wenn ihr glaubt, ihr seid hier alle Pensionsgäste und braucht's nur herumzukommandieren, da habt ihr euch aber gründlich geirrt. Weißt du, was ich glaub, Maria? Ein bisschen Erholung täte wirklich gut. Meinst du? Ja, du solltest dringend einmal aufspannen. Das ist eine sehr gute Idee. Ich bin ja mal gespannt, was Maria für ein Outfit hat. Ja, ich auch. Uhuh. Hallo. Hallo. Hallo, wie seht ihr denn aus? Ich meine, warum seid ihr noch nicht angezogen? Wir haben doch gesagt, wir holen euch um 9:30 ab. Wieso? Wir sind doch angezogen, oder? Ach. Naja, es gibt ja auch Leute, die in Jeans in die Oper gehen. Carla, die große Golferin. Tschüss, Tami. Sie hat heute wieder ihren charmanten Tag. Tschüss, ihr zwei. Einer pro Person reicht doch. Also Maria, bitte. Wenn du glaubst, dass ich eine von den Kartoffelsäcken durch die Gegend schleppe, dann irrst du dich aber. Die nehme ich. Maria, du wirst sehen, Golf ist eine totschicke Sache. Erstmal die feinen Klamotten und dann dieses stilvoll dekadent englische Ambiente. Schade, dass es nicht regnet. Ich kann meinen schönen Anzug nicht anziehen. Man braucht einen ganzen Satz Schläger. Die Hölzer für den Abschlag. Die Eisen zum Anspielen der Fahne, den Sandwich, wenn du im Bunker landest, und einen Pitching-Wedge zum Annähern und einen Putter zum Einlochen. Also für jeden Schlag, den ich noch nicht beherrsche, einen Schläger. Ja, ich meine, ich habe das ja noch nie probiert, aber so schwer kann das ja nicht sein, einen Ball von der Wiese zu schlagen. Ja, im Fernsehen sieht es jedenfalls ganz einfach aus. Verstehe nicht, warum uns keiner abholt. Treff 10 Uhr auf der Anlage mit Ihrem Golflehrer Frank. Du willst. Es ist 5 nach. Vielleicht fragen wir mal im Clubhaus nach diesem Herrn Frank. Ach was, lasst uns anfangen. Ich bin schon ganz heiß drauf zu spielen. Okay. Glaubst du, wir dürfen das? Vor! Vor! Das probiere ich doch gleich mal. Deinen Ball. Stopp! Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Ich übe, wenn Sie nichts dagegen haben. Aber nicht hier. Dort üben die Anfänger. Auf der Driving Range. Wo ist die, bitte? Da. Und wie kommt man da hin? Zu Fuß. Ah ja. Hey, Tami, beeil dich. Um 7 spielt eine super Jazz-Combo im Hot Point. Sag mal, Uli, findest du Jazz auch so zum Einpennen? Wir können auch ins Kino gehen. Du meinst doch nicht im Ernst, dass wir mit dem Fahrrad vorm Kino antanzen, du. Nee, danke. Die Kiste ist mir ein paar Nummern zu klein. Ali, komm. So, Herrschaften, das Wichtigste beim Golfschwung ist, dass ihr den Ball square treffen, klar? Wenn Sie Schlägerblatt nämlich zudrehen, dann geht der Ball nach links. Ein Hook. Dagegen, wenn Schlägerblatt offen steht, passiert was? Nee, was ist denn, Herrschaften? Mitdenken, bitte. Der Ball fliegt nach rechts. Ein Slice. Übrigens der größte Feind des Golfers. Das hätten Sie uns doch alles an der Bar erklären können. Wann geht's denn endlich los? Ich will doch hier nicht zugelabert werden. Ich will endlich spielen. Immer mit der Ruhe, ja? Machen Sie mal alles so.
Übrigens, an einem Schnupperwochenende können Sie sowieso noch nicht Golf spielen lernen. Das ist die Sache zu kompliziert. So, und jetzt schön locker durchschwingen. Sie sollen hier nur mal eine theoretische Vorstellung kriegen von dem, was Sie machen. Gut so, schön locker. Für die Theorie kann ich mir doch auch ein Buch kaufen. Ich will jetzt endlich die Praxis kennenlernen. Also gut, wie Sie meinen. Dann wollen wir mal sehen, wie weit Sie ohne Theorie kommen. Schlagen Sie mal den Ball. Ja, was ist? Hier, Sie wollen noch Praxis. Skandal. Probieren Sie es auch mal? Ja. Ja, sehr gut. Sie sind Linkshänder. So, Sie bitte. Ja, klingt sehr gut. So, probieren Sie es auch mal. Ja, sehr gut. Da schau her. Da sollten Sie sich mal ein Beispiel dran nehmen. Wollen Sie es noch mal probieren? So, stellen Sie mal einen Schläger hin. So, ein bisschen zurückgehen, darf ich mal. Geht einfach zurück. So, die Knie locker. Ich halte meinen Kopf fest, ja? So, und los geht's. Ja, perfekt. Sagen Sie, wollen Sie nicht Ihrem Mann zeigen, wie es geht? Hallo, Moritz. Hallo. Was machst du denn hier? Fernsehen, wenn's recht ist. Ist die Nachhilfe schon zu Ende? Genies und Wahnsinnige brauchen keine Nachhilfe. Die führt sich auf wie ein Champion, aber ist null dahinter, absolut gar nichts. Und das verletzt deinen Stolz, was? Quatsch. Ich lass mich nur nicht ganz schwach anreden, schon gar nicht vom Minderjährigen. Komm, nimm's nicht so schwer. Das ist doch Tamis Masche. Je unsicherer sie wird, desto größere Töne spuckt sie. Tami, unsicher? Nie im Leben. Ich kenne sie schon etwas länger. Komm, jetzt schlaf erst mal drüber. Und morgen probierst du es nochmal. Ich bin sicher, dir fällt was ein. Linke Hand nach oben und die rechte Hand darüber nach unten. So, ja. Gut. So, und jetzt, das hat er uns doch gestern gezeigt, Interlock. Kleine Finger, Zeigefinger so, Daumen der linken Hand in die Mitte der rechten und der rechte Daumen über den Schläger. So, genau. Lassen Sie die Beine und Körper ganz gerade aufgerichtet. Schauen Sie über die linke Schulter. Beugen Sie sich in der Taille nach vorn. Neigen Sie aber den Oberkörper und den Kopf nur so weit vorwärts, bis der Schlägerkopf 5 oder 7 Zentimeter über dem Boden schwebt. So ist es richtig. Ist das richtig so? Ja, ja, ja. Aber mehr, nee, weniger beugen, mehr neigen. Eine Chance gebe ich diesem Sport noch. Behalten Sie diese Haltung bei, beugen Sie aber die Knie gerade so weit, bis der Schlägerkopf auf dem Boden aufliegt. Beobachten Sie sich in dieser Stellung gut, denn mit dieser Körperhaltung werden Sie Ihre besten Ergebnisse erzielen. Bist du sicher? Ich bin kein Profi, aber hier steht's. Du musst doch wissen, ob das die korrekte Grundstellung ist. Ja, sag mal so, ich... Halt es für einen Erfolg, wenn du in dieser Stellung nicht umkippst. Siehst du? Ich muss das einfach beherrschen. Ich muss. Ja, aber versuch nicht wieder die Deckenlampe zu treffen. Und
Ausgerechnet Maria soll eine Golfbegabung sein. Ist ja lächerlich. So, stell dir vor, du schwingst eine Sense. So. Ja. Und beim Rückschwung hoch hinauf bis zum höchsten Punkt. Ja. Und beim Abwärtsschwung durchziehen. Sie war teuer. Ich hasse Golf. Herrschaft Maria, kannst du nicht Obacht geben? Ja, meinst du, ich soll jetzt fliegen lernen? Man kann ja keinen normalen Schritt mehr tun im ganzen Haus vor lauter Eisenbahnkram. Das ist ja wahr. Nirgends hat man seine Ruhe. Und kannst du mir bitte mal erklären, wie ich das klebrige Zeug wieder rauskriegen soll? Aus dem Tischtuch und aus den Stühlen, aus dem Teppich? Das ganze Haus ist inzwischen voll. Jetzt übertreib doch nicht gar so arg. Ludwig, du hast doch so viel Platz in deinem Keller. Natürlich. Im Keller wird er abgeschoben, der alte Mann. Nirgends lasst man ihm seine Freude. Das Abendessen kann ich sowieso schon wieder abschreiben. Wegen eurem Golfkrampf. Ludwig, so gern würde ich hier haben. Ein Kurhotel sind wir noch lange nicht. Ja, jetzt komm endlich. Es ist 3 Uhr. Wir sind schon wieder zu spät dran. Aber schau doch mal, wie es hier wieder ausschaut. Okay, Vater, wirst jetzt gar nicht mehr gescheit. Muss der Verhau jetzt auch noch hier oben sein? Du hast da unten im Keller genug Platz. Wisst ihr was? Ihr könnt's mir jetzt alle miteinander gestohlen bleiben. Eine Schande ist es, wie ihr mit einem alten Mann umspringt. Im Keller wollt's mich abschieben, jawohl. Für euch ist ja bloß wichtig, dass ihr euren Spaß habt bei eurem Golfschmarrn. Sei doch nicht gleich wieder beleidigt. Grüß Gott. Wenn ich deinen Arbeitsanfall unterbreche. Mach nur weiter. Jetzt fang du bloß auch noch an. Mir langt schon das Pensum, das mir mein alter Herr aufgebrummt hat. Sag mal, ist irgendwas? Oder bist du noch sauer wegen gestern? Wieso? War was? Komm, gib's doch zu. Du planst doch irgend so eine fiese Racheaktion. Nö. Ich denke nach. Wie angenehm. Dürfte man erfahren, worüber sich der gnädige Herr den Kopf zerbricht? Klar. Ich checke dir die Mathe- und Physikhausaufgaben durch. Danach lassen wir den Tag gemeinsam ausklingen, fern von zu Hause. Sorry, aber ich verstehe nur Bahnhof. Egal. Erst die Arbeit, dann die Freiheit. Was denn? Schon wieder die Nummer mit dem Fahrrad? Ach was. Heute steht mir der Sinn nach was Höherem. Ist echt was mit Stil. So. Und nur unterm Ball runterkommen. Mach gewaltig. Respekt. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, dann könnte man fast meinen, du hättest geübt. Man denkt immer dran, der Golfschwung ist eine Kombination aus Rhythmus und Konzentration. Und sie es noch mal probieren, Carla? Können wir jetzt nicht langsam aufhören mit diesem Pipifax, Frank? Hab doch wenigstens diesmal ein bisschen Geduld. Hab ich nicht. Es ist mir einfach zu blöde. Dieses stupide Üben auf diesem Kinderspielplatz. Ich will endlich raus auf die Anlage. Bitte, kein Problem, wenn Sie Platzreife haben. Und wann habe ich die? Ja, wenn Sie viel üben und großes Talent haben, vielleicht in 3 Monaten. Bei manchen dauert es allerdings ein Jahr. Das ist ganz unterschiedlich. Danke, das wär's dann wohl. Carla, jetzt verdirben wir uns doch nicht den Spaß. Was für ein Wirklich? Spaß. Sie glaubt, dass sie an einem Schnupperwochenende bereits Platzreife kriegt. Also jetzt, wo ich schon mal hier bin, will ich auch weitermachen. Eben. Euch braucht man doch bloß einmal zu loben und schon macht ihr für die nächste Stunde brav Männchen. Ich nicht. Ich habe einfach keine Lust, diesen Hookspin und Interlockgriff zu erlernen.
Das ist meine Freizeit, mein Wochenende. Ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Ich jedenfalls bin da oben im Clubhaus. An der Bar. Tja. Also gut. Maria, wollen Sie es noch mal probieren? Also deine Pauker-Tour finde ich ja echt ätzend, aber die Idee mit Opas Karren ist super. Wie kommst du eigentlich an den Schlüssel ran? Durch praktische Beobachtung. Bist du schon mal im Käfer geheizt? Hab mich nie sonderlich für Antiquitäten interessiert. Man merkt's. Ohne geht's besser. Ach nee. Doch ehrlich, falls wir hier jemals wegkommen, wo geht die Reise eigentlich hin? Nach Madagaskar, dort wo die Action ist. Halt dich fest, wir heben ab. Schau, Ludwig. Das ist doch so. Bei dem heutigen Stand der Technik, da brauchen die so einen wie uns überhaupt nicht. Ich weiß nicht, Karl. Eine lebenslange Erfahrung, die kann man durch eine Maschine nicht ersetzen. Ach geh. Heute fragt doch keiner nach deiner lebenslangen Erfahrung. Ehrlich, ich bin froh, wenn ich demnächst in Pension bin. Dann habe ich wenigstens meine Ruhe. Wenn die dich bloß nicht täuscht, manchmal fängt der Ärger dann erst richtig an. Was meinst? Gehen wir rüber zum Kronwirt? Einen Schluck auf die alten Zeiten? Ja, das machen wir. Heute kann ich was vertragen, nach so einem verpatzten Sonntag. Riecht aber ganz gut. Was ist denn das? Rehnüsschen in Beaujolais mit Austernpilzen. Sieht ja gefährlich aus. Ich habe ein neues Rezept ausprobiert. Oh je. Ja, wenn es halb so gut schmeckt, wie es aussieht. Blöd, Mann. Bitte. Ah. Wir hätten es wirklich aushängen sollen. Also mich macht das ganz nervös. Okay. Aber mach nicht zu lang, ja? Wer sagt denn, dass es für mich ist? Na? Benz. Franz, du? Ja? Du, wir sind gerade... Ja. Ja, ist gut, ich komme. Katja, hör mal. Ich muss dringend weg. Jetzt? Ja, jetzt sofort. Ist das denn ernst? Doch. Herr Franz hat einen Notfall. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Hm? Für alles und jeden hast du immer Zeit. Nur nicht für mich. Ich bin doch gleich wieder da. Stell das Essen in den Ofen. Länger als eine Stunde kann es nicht dauern. Trottet das Sonntagsfahrt! Moritz!
meine Schulter. Schlimm? Ja. So eine Scheiße. Ist alles okay? Komm, komm, lass uns abhauen. Zum Seehaus, komm. Maria, wir müssen los. Auf dass dieses Wochenende kein gänzlich verlorenes sei. Platzreife zu erreichen, habe ich beruflich sowieso keine Zeit. Ja, bei deiner mangelnden Begabung wird es ohnehin etwas länger dauern. Also dreh du nicht, solange du Tennis nicht mal richtig kannst, würde ich eine zweite Sportart gar nicht anfangen. Also ich würde gerne weiter schnuppern, mir hat es nämlich gerade angefangen, Spaß zu machen. Aber bitte schnuppere weiter. Kinder, ich habe eine tolle Idee. Na nee, nicht schon wieder. Schon wieder. Doch, sozusagen als Entschädigung. Ich habe in meiner Redaktion noch eine Einladung für ein Konzert mit diesem fabelhaften, übrigens hinreißend gut aussehenden jungen Russen. Liebe Konzerte mit fabelhaft hinreißend aussehenden jungen Russen, aber wir müssen jetzt los, es ist 11. Ciao, gute Nacht. Ciao. Wir haben es gleich geschafft, da vorne ist der See. Ich hab so Angst. Bald sind wir sicher als auf den Straßen. Die haben sicher schon längst die Polizei alarmiert. Los, komm! Sonst was immer auf. Mir ist so kalt. Das kannst du doch nicht machen. Komm rein jetzt. Das ist das Wetter. Also ich trinke jetzt noch ein bisschen. Oh. Die Carla, wie die sich angestellt hat. Wie beim Eierlegen. Komm. In der Theorie, da bist du immer groß. Aber in der Praxis, Herr Behringer, bin ich ja ganz nass. Ja, Verzeihung, Frau Behringer, ich bin eben kein Naturtalent, so wie Sie. Ach, Maria, zeigen Sie Ihrem Mann doch noch mal, wie es geht. Magst du auch einen? Ja, bitte. Du kannst ja Privatunterricht bei mir nehmen. Im Morgengrauen, im Garten, auf unserer privaten Driving Range. Jetzt weiß ich, wo du deinen Ballasteros-Schwung her hast. Bestimmt nicht von dir. Aber gegenüber dem Christian war ich der King. Der hat überhaupt keinen Ball getroffen. Ich bin die Beste. Guten Abend. Sind Sie Herr Ludwig Behringer? Nein, das ist mein Vater. Wieso ist was passiert? Ist er im Haus, Ihr Vater? Nein. Wissen Sie, ob er mit seinem Wagen unterwegs ist, einem VW? Ja, wahrscheinlich schon. Der Wagen hatte einen Unfall und der Fahrer ist flüchtig. Können wir bitte mal nachschauen? Ja, bitte. Kommen Sie rein. Bitte sehr. €36,80. Mhm. Bitte schön. Jawohl. Im Ernst, du. Ein bisschen den Strick ja, da. Entschuldigung. Wie viel? 36,80. Jawohl. 36,80. Bitte sehr. Stimmt.
Fall bin ich großzügig. Dankeschön. Aber nicht immer so scharf bremsen, das machen Sie nämlich nicht. Ja. Das fahre ich nicht mehr mit Ihnen, ja? Ist in Ordnung. Leben Sie wohl. Hoppala. Soll ich Ihnen nicht doch lieber ins Haus helfen? Ich will Ihnen was verraten. Ich habe mich selten noch so gut beinand gefühlt wie heute. Bitte, wie Sie meinen. Dann wünsche ich Ihnen noch einen vergnügten Abend. Grüße Gott. Ja, da schau her. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Steht immer im Weg. Hoppala. Ja. Ruhe. Jetzt trinken wir noch ein Glas Wein. Vater, wie ist denn das passiert? Bist du verletzt? Wieso? Sah ich so schlecht aus? Was wenn, du bist ja stockbetrunken. Okay, komm. Grüß Gott. Die paar Glaserl, geht zu. Innerlich bin ich sozusagen trocken wie ein Berber. Herr Behringer, wir müssen Sie bitten, mit uns auf die Wache zu kommen. Wen meinten die? Sei still und schäm dich. Ach komm, was bist denn so grob zu mir? Ich komm lieber mit, sonst fängt er noch an zu randalieren. Willst mich wieder in deinen Keller abschieben, gell? Ja, ich weiß schon. Hallo, Trito. Wenn du wieder nüchtern bist, dann können wir ein Wörtchen miteinander zu reden. Eine Stunde. Merkwürdige Zeitvorstellung hast du. Es tut mir furchtbar leid, Katja, aber ich bin einfach nicht früher losgekommen. Die Kuh wäre beinahe krepiert. Als wir es dann endlich geschafft haben, da hat uns der Bauer einen Schnaps spendiert. Ich konnte ihn doch nicht einfach so stehen lassen. Damit hast du doch sonst keine Probleme. Mensch, Katja, ich war schweißgebadet, als ich aus dem Kuhstall rauskam. Da setzt man sich nicht einfach ins Auto und fährt los. Du findest doch auch immer für alles eine Erklärung. Muss ich mich eigentlich rechtfertigen, sehe ich ja gar nicht ein. Das ist mein Beruf, Katja, das hast du vom ersten Tag an gewusst, seit dem ersten Notfall. Meinst du, ich lasse dich gerne den ganzen Abend hier alleine sitzen? Ich bin auch lieber mit dir zusammen, als im stinkenden Kuhstall. Ich verstehe dich, Herr Philipp, aber ich komme mir in solchen Situationen ganz schön blöd vor. Katja? Mami, sag mal, die Tami ist nicht zufälligerweise bei euch. Der Moritz auch nicht. Ja, wann hast du ihn denn zuletzt gesehen? Ach, das noch. Mama, jetzt mach dir keine Sorgen. Ich komme sofort zu dir, okay? Philipp, die Kinder sind weg. Meine Mutter macht sich Sorgen. Ich fahr zu ihr. Komm mit. So, geh doch nach Hause. So, bis das sowieso alles egal ist.
brauchst einen Arzt. Schmarrn ist es! Ein ausgemachter Schmarrn! Herr Behringer, fast 2 Promille. Der Alkoholtest war völlig eindeutig. Das kann ja alles sein, aber das ist mir wurscht. Ich bin nicht gefahren! Wie oft soll ich denen das noch sagen? Vater, jetzt gib's halt endlich zu. Du machst ja alles nur noch schlimmer. Ja, Grutsche, Dirk, seid denn ihr alle miteinander vernagelt? Hören's auf Ihren Sohn. Das Leugnen, das bringt doch nichts. Und jetzt hören Sie bitte schon auf mit dem Geschrei. Ach so, da herin darf man nicht einmal mehr die Wahrheit sagen. Ich hab nichts zum Zugeben, weil es nichts zum Zugeben gibt. Herr Behringer, so nehmen Sie doch endlich Vernunft an. Fahren unter Alkoholeinfluss. Unfall mit erheblichem Sachschaden. Unfallflucht. Der Fall ist doch ganz klar. Was soll also die Aufregung im Nachhinein? Wird sie natürlich einiges kosten, das ist klar. Dass du in deinem Alter derart unverantwortlich handelst. Ja. Ich verstehe ja manches, aber das ist wirklich der Gipfel. Schlimmer wie ein Halbstarker. Dass nicht einmal du mir was glaubst, Florian. Das ist traurig. Arg traurig ist es. Am besten, Sie nehmen Ihren Vater jetzt mit nach Hause, damit er seinen Rausch ausschlafen kann. Komm. Schande ist das, Vater. Mann, lass mich los. Gib's den Hund herunter. Es ist doch schon kurz nach Mitternacht. Jetzt müssen Sie wenigstens bei euch in der Wohnung angekommen sein. Mama, jetzt mach dich doch nicht verrückt. 12 ist in dem Alter gar keine Zeit. Gesehen davon sind Sie zu zweit. Was soll da schon groß passieren? Aber Tami ist doch noch ein Kind. Nein, nein, deine Mutter hat recht. Moritz hat sowas noch nie gemacht. Opa und Fahrerflucht. Das will mir einfach nicht in den Kopf. Das passt auch nicht zusammen. Der Opa ist doch überhaupt nicht der Typ für sowas. Moment mal. Opa hat gar keinen Unfall gehabt. Das geht ja gar nicht. Da hätte er ja noch mal nach Hause kommen müssen, um den Wagen zu holen. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Bevor wir zum Golf weg sind, da war der Opa schon fort. Aber sein Wagen war noch da. Und als wir vorhin vom Golf zurückgekommen sind, der Flöri und ich, da waren alle weg. Und der Wagen auch. Du meinst, dass Tami und Moritz das Auto genommen haben? Ja. Was hat die Polizei gesagt? Wo ist der Unfall passiert? Bei Hechendorf. Ja, aber Tami und Moritz können ja gar nicht Auto fahren. Hechendorf, das ist doch die Hütte von Franz. Ja. Ach, die können doch alle Auto fahren in dem Alter, auch ohne Führerschein. Hat doch stundenlang bei mir probiert. Hechendorf, kommst du mit? Also doch. Tami, wir sind's, Philipp und ich. Sag mal, seid ihr völlig übergeschnappt? Weißt du überhaupt, was das für Folgen haben kann? Ich bin schuld. Ja, ist schon gut, ich rede mit Moritz. Bist du verletzt? Ja. Komm mal her, was hast du denn? Wo tut's dir denn weh? Tami kann wirklich nichts dafür. Schon gut, wir reden morgen darüber. Ich will wissen, was dir weh tut. Ich kann meinen linken Arm nicht mehr bewegen. Sag mal her. Ich brauche das Dreieckstuch aus dem Verbandskasten, aus dem Auto. Hier, nimm die Taschenlampe mit. Wahrscheinlich hat er sich das Schlüsselbein gebrochen. Komm her. Komm, tut's ja weh?
ist schon gut. Wir kriegen das schon alles auf die Reihe. Hm? Ja? Ja, Papi. Wie du das nur fertig bringst. Also ich begreife sowas nicht. Ich sag überhaupt nichts mehr. Ach, du sturer Bock. Nicht aber die Courage, es zuzugeben. Hab ich schämen müssen für dich auf der Polizei. Flori, halt! Du tust Opa Unrecht. Fahren unter Alkoholeinfluss. Unfall mit erheblichem Sachschaden und Fahrerflucht. Flori, Tami und Moritz haben diesen Mist gebaut. Opa ist unschuldig. Was ist denn hier überhaupt los? Papi. Was seid ihr wahnsinnig geworden? Los, ab in die Falle, bevor mir die Hand ausrutscht. Ich kann überhaupt nichts dafür, das ist alles meine Schuld, wirklich. Red nicht und spiel hier nicht den edlen Mann. Papa, pass doch auf, Mama. Du hast es verletzt. Also die Schreierei hat überhaupt keinen Sinn. Lass uns die Sache morgen in Ruhe mit den Kindern besprechen. Komm, Katja, wir bringen Moritz ins Krankenhaus. Komm, gehst du zuerst ins Bett. Bin ich ja ganz nass. Ist ja gut, komm. Komm, es ist gut. Hm? Das haben wir doch alles nicht gewollt. Weiß ich doch, weiß ich doch. Wir sind so froh, dass nicht mehr passiert ist. Weißt du? Komm her. Jetzt gehen wir schlafen, ja? Und ich bin reif für die Klapsmühle. Sei froh, dass etwas Gott noch schlimmer kommen kann. Oh. Was denken sich die Kinder eigentlich, Opas Auto zu nehmen? Das ist unverantwortlich. Ich kann jetzt was erleben. Nein, nicht jetzt. Ist doch sinnlos. Tami ist fix und fertig. Nehmen Sie nur auch noch in Schutz. Natürlich nicht. Die Kinder haben einen Fehler gemacht und sie müssen dafür einstehen. Aber lass uns jetzt schlafen gehen und morgen mit ihnen drüber reden. Ich rede viel. Kann mich gleich bei meinem Vater entschuldigen. Der versteht doch jetzt gar nicht, was du ihm sagst. Wieso? Der Arzt hat gesagt, in 4 Wochen ist die Schulter wieder fix. Mir geht's also besser. Das ist alles, was du mir zu sagen hast. Das Auto ist ja wohl ein Totalschaden. Mhm. Aber in den Ferien, dann kann ich mir einen Job besorgen, dann kann ich das abbezahlen. So einfach ist das nicht. Mit Geld ist die Sache nicht abgetan. Dann entschuldige ich mich eben für den Flop. Flop? Ist dir überhaupt klar, was du angestellt hast? Mensch, was hast du dir denn dabei gedacht? Ich wollte großen Macker spielen vor Tami. Mal so richtig einen drauf machen, hä? Wenn du sowieso schon alles weißt. Bei sowas, da hört der Spaß auf. Ihr habt verdammt viel Glück gehabt, ihr beiden. Stell dir doch mal vor, Tami, wäre ernstlich etwas passiert. Du hast den anderen Menschen in Lebensgefahr gebracht. Ist dir das überhaupt klar? Und sowas will wie ein Erwachsener behandelt werden. Ich glaube, ich muss mich mal ein bisschen mehr um dich kümmern. Ich nehme dich aus dem Internat. Du kommst zu uns. Zu dir und zu Katja? Ja, genau. Und bilde dir ja nicht ein, dass Katja dir mehr durchgehen lässt als ich. So, und jetzt ab ins Bett. Ja. Oh, ach, das ist gut. Oh. Noch böse? Hm? Ich kann ja verstehen, wenn du sauer auf mich bist. Das Auto. Es tut mir leid. Echt. Ach, den alten Karl, den kann ich verschmerzen. Außerdem bist du ja nicht gefahren. Aber Moritz hat das doch nur wegen mir gemacht. Ach so. Du nimmst ihn auch noch in Schutz, deinen Unglücksraben. Ich habe ihn da reingeritten. Ja, dann teilst du natürlich auch Wasser und Brot mit ihm, gell?
dass es das klar ist. Wir machen das gemeinsam. Schau, Tammy, ich habe ja auch was zu bereuen. Meiner Lebtag trinke ich nicht mehr so viel. Das weiß ich ganz bestimmt. Du bist mir wirklich nicht mehr böse? Ach, geh zu, Kind. Ich hab dich so gern, Opa. Ist schon recht. Vater. Ich. Naja, du weißt schon. Jetzt mach's mir halt nicht so schwer. Weißt du noch, was du zu mir gesagt hast? Ich weiß es. Geht's jetzt wieder besser? Rauschkugel hast gesagt, sturer Bock hast gesagt. Oder? So war's doch. Naja, im Affekt halt. Du weißt ja, die Kinder und. Versteh mich doch. Nix verstehe ich, gar nix. Du bist ja nie jung gewesen, gell, Florian? Vater, es tut mir ehrlich leid. Entschuldige. Na, na, Florian. So schnell sind wir zwei nicht wieder beieinander. Das geht deinem Vater ein bisschen zu schnell. Mit dem Entschuldigen. Vater, du wirst mir das doch nicht nachtragen. So wenig glaubst du deinem alten Vater. Ah, ja. Vor alle Leute hast du mich zum Deppen gemacht. Schämen hättest dich müssen für mich, hast gesagt. Ja, ja, Florian. Ich wünsch dir nur eins. Dass du dich von deinen Kindern niemals so anreden lassen musst. Entschuldige. Gewaltig. Respekt. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, dann könnte man fast meinen, du hättest geübt. Und denkt immer dran, der Golfschwung ist eine Kombination aus Rhythmus und Konzentration. Und sie es noch mal probieren, Carla? Können wir jetzt nicht langsam aufhören mit diesem Pipifax, Frank? Hab doch wenigstens diesmal ein bisschen Geduld. Hab ich nicht. Das ist mir einfach zu blöde. Dieses stupide Üben auf diesem Kinderspielplatz. Ich will endlich raus auf die Anlage. Bitte, kein Problem, wenn Sie Platzreife haben. Und wann habe ich die? Ja, wenn Sie viel üben und großes Talent haben, vielleicht in 3 Monaten. Bei manchen dauert es allerdings 1 Jahr. Das ist ganz unterschiedlich. Danke, das wär's dann wohl. Ach, Carla, jetzt verdirben wir uns doch nicht den Spaß. Was für ein Spaß! Sie glaubt, dass sie an einem Schnupperwochenende bereits Platzreife kriegt. Also jetzt, wo ich schon mal hier bin, will ich auch weitermachen. Eben.
Euch braucht man doch bloß einmal zu loben und schon macht ihr für die nächste Stunde brav Männchen. Ich nicht. Ich habe einfach keine Lust, diesen Hugspin und Interlockgriff zu erlernen. Das ist meine Freizeit, mein Wochenende. Ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Ich jedenfalls bin da oben im Clubhaus. An der Bar. Tja. Also gut. Maria, wollen Sie es noch mal probieren? Also deine Pauker-Tour finde ich ja echt ätzend, aber die Idee mit Opas Karren ist super. Wie kommst du eigentlich an den Schlüssel ran? Durch praktische Beobachtung. Bist du schon mal im Käfer geheizt? Ich habe mich nie sonderlich für Antiquitäten interessiert. Man merkt's. Ohne geht's besser. Ach nee. Doch ehrlich, falls wir hier jemals wegkommen, wo geht die Reise eigentlich hin? Nach Madagaskar, dort wo die Action ist. Halt dich fest, wie eben ab. Schau, Ludwig, das ist doch so. Bei dem heutigen Stand der Technik, da brauchen die so einen wie uns überhaupt nicht. Ich weiß nicht, Karl. Eine lebenslange Erfahrung, die kann man durch eine Maschine nicht ersetzen. Ach geh, heute fragt doch keiner nach deiner lebenslangen Erfahrung. Ehrlich, ich bin froh, wenn ich demnächst in Pension bin. Dann habe ich wenigstens meine Ruhe. Wenn die dich bloß nicht täuscht, manchmal fängt der Ärger dann erst richtig an. Was meinst? Gehen wir rüber zum Kronwirt? Ein Schluck auf die alten Zeiten. Ja, das machen wir. Heute kann ich was vertragen, nach so einem verbatzten Sonntag. Riecht aber ganz gut. Was ist denn das? Rehnüsschen in Beaujolais mit Austernpilzen. Sieht ja gefährlich aus. Ich habe ein neues Rezept ausprobiert. Oh je. Aber wenn es halb so gut schmeckt, wie es aussieht. Blöd, Mann. Bitte. Entschuldigung. Wir hätten es wirklich aushängen sollen. Also mich macht das ganz nervös. Okay. Aber mach nicht zu lang, ja? Wer sagt denn, dass für mich ist? Na? Benz. Franz, du? Ja? Du, wir sind gerade... Ja. Ja, ist gut, ich komme. Katja, hör mal. Ich muss dringend weg. Jetzt? Ja, jetzt sofort. Ist das dein Ernst? Doch. Herr Franz hat einen Notfall. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Für alles und jeden hast du immer Zeit. Nur nicht für mich. Ich bin doch gleich wieder da. Stell das Essen in den Ofen. Länger als eine Stunde kann es nicht dauern. Rechts runter zum See. Wird auch Zeit, meine Klamotten sind schon ganz feucht.
durch das Sonntagsfahren. Marit! Meine Schulter. Schlimm? Ja. So eine Scheiße. Ist alles okay? Komm, komm, lass uns abhauen. So sieh aus, komm. Wir müssen los. Auf dass dieses Wochenende kein gänzlich verlorenes sei. Platzreife zu erreichen, habe ich beruflich sowieso keine Zeit. Ja, bei deiner mangelnden Begabung wird es ohnehin etwas länger dauern. Also dreh du nicht, solange du Tennis nicht mal richtig kannst, würde ich eine zweite Sportart gar nicht anfangen. Also ich würde gerne weiter schnuppern. Mir hat es nämlich gerade angefangen, Spaß zu machen. Aber bitte schnuppere weiter. Kinder, ich habe eine tolle Idee. Na nee, nicht schon wieder. Schon wieder. Doch, sozusagen als Entschädigung. Ich habe in meiner Redaktion noch eine Einladung für ein Konzert mit diesem fabelhaften, übrigens hinreißend gut aussehenden jungen Russen. Liebe Konzerte mit fabelhaft hinreißend aussehenden jungen Russen, aber wir müssen jetzt los, es ist 11. Ciao, gute Nacht. Wir haben es gleich geschafft, da vorne ist der See. Ich hab so Angst. Bald sind wir sicher als auf den Straßen. Die haben sicher schon längst die Polizei alarmiert. Los, komm! Hier sonst fast immer auf. Mir ist so kalt. Das kannst du doch nicht machen. Komm rein jetzt. Das ist das Wetter. Also ich trinke jetzt noch ein bisschen. Oh. Die Carla, wie die sich angestellt hat. Wie beim Eierlegen. Komm. In der Theorie, da bist du immer groß. Aber in der Praxis, Herr Behringer, mach mich ja ganz nass. Ja, Verzeihung, Frau Behringer, ich bin eben kein Naturtalent, so wie Sie. Ach, Maria, zeigen Sie Ihrem Mann doch noch mal, wie es geht. Magst du auch einen? Ja, bitte. Du kannst ja Privatunterricht bei mir nehmen. Im Morgengrauen, im Garten, auf unserer privaten Driving Range. Jetzt weiß ich, wo du deinen Ballesteros-Schwung her hast. Bestimmt nicht von dir. Aber gegenüber dem Christian war ich der King. Der hat überhaupt keinen Ball getroffen. Oh, oh. Ich bin die Beste. Guten Abend. Abend. Sind Sie Herr Ludwig Behringer? Nein, das ist mein Vater. Wieso ist was passiert? Ist er im Haus, Ihr Vater? Nein. Wissen Sie, ob er mit seinem Wagen unterwegs ist, einem VW? Ja, wahrscheinlich schon. Der Wagen hatte einen Unfall und der Fahrer ist flüchtig. Können wir bitte mal nachschauen? Ja, bitte. Kommen Sie rein. Bitte sehr. Ja.
bitte. €36,80. Bitte schön. Jawohl. Im Ernst, du. Ja, Entschuldigung. Wie viel? 36,80. Jawohl. 36,80. Bitte sehr. Stimmt. Heute bin ich großzügig. Dankeschön. Aber nicht immer so scharf bremsen. Das machen Sie nämlich nicht. Ja. Was fahre ich nicht mehr mit Ihnen, ja? Ist in Ordnung. Leben Sie wohl. Hoppala. Soll ich Ihnen nicht doch lieber ins Haus helfen? Ich will Ihnen was verraten. Ich habe mich selten noch so gut beinand gefühlt wie heute. Bitte, wie Sie meinen. Dann wünsche ich Ihnen noch einen vergnügten Abend. Grüße Gott. Hoppala. Wer hat den Toaster wieder auf hoch gestellt? So. Tami! Wie oft muss man diesem Kind sagen, dass sie die Sachen ordentlich einstellen soll? Guten Morgen. Ich mach dich schon. Danke. Immer wenn man es eilig hat, geht alles schief. Hast gut geschlafen? Ja, danke. Tut mir leid, dass ich so spät runterkomme, aber das Bad war besetzt. Sollte mal einer von der Familie auf die Idee kommen, mir zu helfen. Aber die schaffen es ja nicht mal pünktlich da zu sein zum Frühstück. Sie kennen doch nicht wieder so schöne Hosen, auf dem dreckigen Boden da umeinander rutschen. Jetzt lassen Sie mir heute auch geschwind einmal durchsauen, damit Sie es da hinten auch wieder schön sauber und gemütlich haben, ne? Ich brauch's nicht so sauber. Und gemütlich ist bei mir sowieso. Ja, Herrschaft, können Sie denn nicht aufpassen? Da schauen Sie, was Sie da gemacht haben. Ja, da schauen Sie. Ja, was soll ich denn sehen? Jetzt sehen Sie freilich nichts mehr, weil Sie es aufgesagt haben. Das isländische Moos, das ich mir vorbereitet habe, das haben Sie jetzt in Ihrem Staubsauger drin. Was? Das bröselige grüne Zeug, was da überall rumgelegen ist? Ja, das grüne Zeug, das ist isländisch Moos und gehört zur Landschaftsgestaltung. Und das kann ich mir jetzt aus Ihrem Staubsauger, aus dem dreckigen Müllsack da rausholen. Ludwig, Frühstück! So, kann mir mal einen Joghurt mitbringen? Wenn du was willst, holst du gefälligst selbst. Wir sind nicht dein Dienstpersonal.
Nur weil Opa sich von dir bedienen lässt, musst du doch nicht gleich auf mir rumhacken. Habe ich's mir doch gleich gedacht. Was denn? Ein Brief vom Anwalt. Ilse? Ja. Er rät von einer Anzeige gegen die Sekte ab. Es gibt keinerlei Beweise dafür, dass Ilse unter Zwang gehandelt hätte. Der Übertrag des Hauses geschah auf freiwilliger Basis und im vollen Besitz ihrer geistigen Kräfte. Er sieht keine Möglichkeit, der Sache strafrechtlich beizukommen. Das habe ich mir gedacht. Die lassen die Ilse nicht mehr los. Naja. Vielleicht war es gut so, die beiden haben eh nicht zusammengepasst. Der Opa wird schon drüber wegkommen. Die Erna hier am Samstag? Ja. Sag bloß, das hast du denn nicht gespannt. Sieht doch ein Blinder, wie die den Opa anbaggert. Steck du deine Nase lieber in deine Mathebücher, ja? Wir haben Ferien, da hat ein Schüler recht auf seine Erholung. Und sei froh, dass der Moritz dir überhaupt Nachhilfeunterricht gibt. Noch dazu in seinen Ferien. Wer hat denn unsere süßen kleinen Streber gebeten? Ich vielleicht. Reiß dich zusammen, Tami. Sonst bewusst, dass es irisch Moos gibt und dann besorge ich sie ihn. Isländisch Moos, isländisch, nicht irisch. Und ersetzen brauchen Sie mir gar nichts. Ich bin heilfroh, wenn Sie in Zukunft einen weiten Bogen um meine Anlage machen. Tami, was ist? Ich bin fertig. Ist ja echt ätzendes Frühstück hier. Tami, du bleibst hier und machst Mathe. Wo ist denn der gute Joghurt heute? Dein Joghurt ist im Mülleimer. Und wenn ihr glaubt, ihr seid hier alle Pensionsgäste und braucht's nur herumzukommandieren, da habt ihr euch aber gründlich geirrt. Weißt du, was ich glaub, Maria? Ein bisschen Erholung tät dir wirklich gut. Meinst du? Ja, du solltest dringend einmal aufspannen. Das ist eine sehr gute Idee. Ich bin ja mal gespannt, was Maria für ein Outfit hat. Ja, ich auch. Juhu. Hallo. Hallo. Hallo, wie seht ihr denn aus? Ich meine, warum seid ihr noch nicht angezogen? Wir haben doch gesagt, wir holen euch um 9:30 ab. Wieso? Wir sind doch angezogen, oder? Ach. Naja, es gibt ja auch Leute, die in Jeans in die Oper gehen. Carla, die große Golferin. Tschüss, Tami. Sie hat heute wieder ihren charmanten Tag. Tschüss, ihr zwei. Einer pro Person reicht doch. Also Maria, bitte. Wenn du glaubst, dass ich eine von den Kartoffelsäcken durch die Gegend schleppe, dann irrst du dich aber. Die nehme ich. Maria, du wirst sehen, Golf ist eine totschicke Sache. Erstmal die feinen Klamotten und dann dieses stilvoll dekadent englische Ambiente. Schade, dass es nicht regnet. Ich kann meinen schönen Anzug nicht anziehen. Man braucht einen ganzen Satz Schläger. Die Hölzer für den Abschlag. Die Eisen zum Anspielen der Fahne, den Sandwich, wenn du im Bunker landest, und einen Pitching-Wedge zum Annähern und einen Putter zum Einlochen. Also für jeden Schlag, den ich noch nicht beherrsche, einen Schläger. Na ja, ich meine, ich habe das ja noch nie probiert, aber so schwer kann das ja nicht sein, einen Ball von der Wiese zu schlagen. Ja, im Fernsehen sieht es jedenfalls ganz einfach aus. Verstehe nicht, warum uns keiner abholt. Treff 10 Uhr auf der Anlage mit ihrem Golflehrer Frank. Du bist. Es ist 5 nach. Vielleicht fragen wir mal im Clubhaus nach diesem Herrn Frank. Ach was, lasst uns anfangen. Ich bin schon ganz heiß drauf zu spielen. Okay. Glaubst du, wir dürfen das? Vor! Vor! Das probiere ich doch gleich mal. Deinen Ball. Stopp! Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Ich übe, wenn Sie nichts dagegen haben. Aber nicht hier. Dort üben die Anfänger. Auf der Driving Range.
Wo ist die, bitte? Da. Und wie kommt man da hin? Zu Fuß. Ah ja. Hey, Tami, beeil dich. Um 7 spielt ein super Jazz-Combo im Hot Point. Sag mal, Uli, findest du Jazz auch so zum Einpennen? Wir können auch ins Kino gehen. Du meinst doch nicht im Ernst, dass wir mit dem Fahrrad vorm Kino antanzen, du. Nee, danke. Die Kiste ist mir ein paar Nummern zu klein. Alle, komm. So, Herrschaften, das Wichtigste beim Golfschwung ist, dass ihr den Ball square treffen, klar? Wenn Sie Schlägerblatt nämlich zudrehen, dann geht der Ball nach links. Ein Hook. Dagegen, wenn Schlägerblatt offen steht, passiert was? Ja, was ist denn, Herrschaften? Mitdenken, bitte. Der Ball fliegt nach rechts. Ein Slice. Übrigens der größte Feind des Golfers. Das hätten Sie uns doch alles an der Bar erklären können. Wann geht's denn endlich los? Ich will doch hier nicht zugelabert werden. Ich will endlich spielen. Immer mit der Ruhe, ja? Machen Sie mal alles so. Übrigens, an einem Schnupperwochenende können Sie sowieso noch nicht Golf spielen lernen. Das ist die Sache zu kompliziert. So, und jetzt schön locker durchschwingen. Sie sollen hier nur mal eine theoretische Vorstellung kriegen von dem, was Sie machen. Gut so, schön locker. Für die Theorie kann ich mir doch auch ein Buch kaufen. Ich will jetzt endlich die Praxis kennenlernen. So gut, wie Sie meinen. Dann wollen wir mal sehen, wie weit Sie ohne Theorie kommen. Schlagen Sie mal den Ball. Ja, was ist? Ja, Sie wollen noch Praxis. Skandal. Probieren Sie es auch mal? Ja. Ja, sehr gut. Sie sind Linkshänder. So, Sie bitte. Ja, klingt sehr gut. So, probieren Sie es auch mal. Ja, sehr gut. Da schau her. Dann sollten Sie sich mal ein Beispiel dran nehmen. Wollen Sie es noch mal probieren? So, stellen Sie mal einen Schläger hin. So, ein bisschen zurückgehen, darf ich mal. Geht einfach zurück. So, die Knie locker. Ich halte meinen Kopf fest, ja? So, und los geht's. Ja, perfekt. Sagen Sie, wollen Sie nicht Ihrem Mann zeigen, wie es geht? Hallo, Moritz. Hallo. Was machst du denn hier? Fernsehen, wenn's recht ist. Ist die Nachhilfe schon zu Ende? Genies und Wahnsinnige brauchen keine Nachhilfe. Die führt sich auf wie ein Champion, dabei ist null dahinter, absolut gar nichts. Und das verletzt deinen Stolz, was? Quatsch. Ich lasse mich nur nicht ganz schwach anreden, schon gar nicht vom Minderjährigen. Ach, komm, nimm's nicht so schwer. Das ist doch Tamis Masche. Je unsicherer sie wird, desto größere Töne spuckt sie. Tami unsicher? Nie im Leben. Ich kenne sie schon etwas länger. Komm, jetzt schlaf erst mal drüber. Und morgen probierst du es nochmal. Ich bin sicher, dir fällt was ein. Nein, die linke Hand nach oben und die rechte Hand darüber nach unten. So, ja. Gut. So, und jetzt, das hat er uns doch gestern gezeigt, Interlock. Kleine Finger, Zeigefinger so, Daumen der linken Hand in die Mitte der rechten und der rechte Daumen über den Schläger. So, genau.
Lassen Sie die Beine und Körper ganz gerade aufgerichtet. Schauen Sie über die linke Schulter. Beugen Sie sich in der Taille nach vorn. Neigen Sie aber den Oberkörper und den Kopf nur so weit vorwärts, bis der Schlägerkopf 5 oder 7 Zentimeter über dem Boden schwebt. So ist es. Ist das richtig so? Ja, ja, ja. Aber mehr, nee, weniger beugen, mehr neigen. Eine Chance gebe ich diesem Sport noch. Behalten Sie diese Haltung bei, beugen Sie aber die Knie gerade so weit, bis der Schlägerkopf auf dem Boden aufliegt. Beobachten Sie sich in dieser Stellung gut, denn mit dieser Körperhaltung werden Sie Ihre besten Ergebnisse erzielen. Bist du sicher? Ich bin kein Profi, aber hier steht's. Du musst doch wissen, ob das die korrekte Grundstellung ist. Ja, sag mal so, ich halte es für einen Erfolg, wenn du in dieser Stellung nicht umkippst. Siehst du? Ich muss das einfach beherrschen. Ich muss. Ja, aber versuch nicht wieder, die Deckenlampe zu treffen. Ausgerechnet Maria soll eine Golfbegabung sein. Ist ja lächerlich. So, stell dir vor, du schwingst eine Sense. So. Ja. Und beim Rückschwung hoch hinauf bis zum höchsten Punkt. Ja. Und beim Abwärtsschwung durchziehen. Sie war teuer. Ich hasse Golf. Herrschaft Maria, kannst du nicht Obacht geben? Ja, meinst du, ich soll jetzt fliegen lernen? Man kann ja keinen normalen Schritt mehr tun im ganzen Haus vor lauter Eisenbahnkram. Das ist ja wahr. Nirgends hat man seine Ruhe. Und kannst du mir bitte mal erklären, wie ich das klebrige Zeug wieder rauskriegen soll? Aus dem Tischtuch und aus den Stühlen, aus dem Teppich? Das ganze Haus ist inzwischen voll. Jetzt übertreib doch nicht gar so arg. Ludwig, du hast doch so viel Platz in deinem Keller. Natürlich. Im Keller wird er abgeschoben, der alte Mann. Nirgends lasst man ihm seine Freude. Das Abendessen kann ich sowieso schon wieder abschreiben. Wegen eurem Golfkrampf. Ludwig, so gern würde ich hier haben. Ein Kurhotel sind wir noch lange nicht. Ja, jetzt komm endlich. Es ist 3 Uhr. Wir sind schon wieder zu spät dran. Aber schau doch mal, wie es hier wieder ausschaut. Geh, Vater, wirst jetzt gar nicht mehr gescheit. Muss der Verhauer jetzt auch noch hier oben sein. Du hast da unten im Keller genug Platz. Wisst ihr was? Ihr könnt's mir jetzt alle miteinander gestohlen bleiben. Eine Schande ist es, wie ihr mit einem alten Mann umspringt. Im Keller wollt's mich abschieben, jawohl. Für euch ist ja bloß wichtig, dass ihr euren Spaß habt bei eurem Golfschmarrn. Sei doch nicht gleich wieder beleidigt. Grüß Gott. Entschuldige, wenn ich deinen Arbeitsanfall unterbreche. Mach nur weiter. Jetzt fang du bloß auch noch an. Mir langt schon das Pensum, das mir mein alter Herr aufgebrummt hat. Sag mal, ist irgendwas? Oder bist du noch sauer wegen gestern? Wieso? War was? Komm, gib's doch zu. Du planst doch irgend so eine fiese Racheaktion. Nö. Ich denke nach. Wie angenehm. Dürfte man erfahren, worüber sich der gnädige Herr den Kopf zerbricht? Klar. Ich checke dir die Mathe- und Physikhausaufgaben durch. Danach lassen wir den Tag gemeinsam ausklingen, fern von zu Hause. Sorry, aber ich verstehe nur Bahnhof. Egal. Erst die Arbeit, dann die Freiheit. Was denn? Schon wieder die Nummer mit dem Fahrrad? Ach was. Heute steht mir der Sinn nach was Höherem. Ist echt was mit Stil. So. Und nur unterm Ball runterkommen. Schmeckt, wie es aussieht. Blöd, Mann. Bitte. Mhm. Ja.
hätten das wirklich aushängen sollen. Also mich macht das ganz nervös. Aber mach nicht zu lang, ja? Wer sagt denn, dass es für mich ist? Na? Benz. Franz, du? Ja? Du, wir sind gerade... Ja. Ja, ist gut, ich komme. Katja, hör mal, ich muss dringend weg. Jetzt? Ja, jetzt sofort. Ist das denn ernst? Doch, Herr Franz hat einen Notfall. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Hm? Für alles und jeden hast du immer Zeit, nur nicht für mich. Ich bin doch gleich wieder da. Stell das Essen in den Ofen. Länger als eine Stunde kann es nicht dauern. Zum Annähern und einen Putter zum Einlochen. Also für jeden Schlag, den ich noch nicht beherrsche, einen Schläger. Ja, ich meine, ich habe das ja noch nie probiert, aber so schwer kann das ja nicht sein, einen Ball von der Wiese zu schlagen. Ja, im Fernsehen sieht es jedenfalls ganz einfach aus. Nicht, warum uns keiner abholt. Treff 10 Uhr auf der Anlage mit ihrem Golflehrer Frank. Du bist. Es ist 5 nach. Vielleicht fragen wir mal im Clubhaus nach diesem Herrn Frank. Ach was, lasst uns anfangen. Ich bin schon ganz heiß drauf zu spielen. Okay. Glaubst du, wir dürfen das? Vor! Vor! Das probiere ich doch gleich mal. Deinen Ball. Stopp! Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Ich übe, wenn Sie nichts dagegen haben. Aber nicht hier. Dort üben die Anfänger. Auf der Driving Range. Wo ist die, bitte? Da. Und wie kommt man da hin? Zu Fuß. Ah ja. Hey, Tami, beeil dich. Um 7 spielt eine super Jazz-Combo im Hot Point. Sag mal, Uli, findest du Jazz auch so zum Einpennen? Wir können auch ins Kino gehen. Du meinst doch nicht im Ernst, dass wir mit dem Fahrrad vorm Kino antanzen, du. Nee, danke. Die Kiste ist mir ein paar Nummern zu klein. Ali, komm. So, Herrschaften, das Wichtigste beim Golfschwung ist, dass ihr den Ball square treffen, klar? Wenn Sie Schlägerblatt nämlich zudrehen, dann geht der Ball nach links. Ein Hook. Dagegen, wenn das Schlägerblatt offen steht, passiert was?
Nee, was ist denn, Herrschaften? Mitdenken, bitte. Der Ball fliegt nach rechts. Ein Slice. Übrigens der größte Feind des Golfers. Das hätten Sie uns doch alles an der Bar erklären können. Wann geht's denn endlich los? Ich will doch hier nicht zugelabert werden. Ich will endlich spielen. Immer mit der Ruhe, ja? Machen Sie mal alles so. Übrigens, an einem Schnupperwochenende können Sie sowieso noch nicht Golf spielen lernen. Das ist die Sache zu kompliziert. So, und jetzt schön locker durchschwingen. Sie sollen hier nur mal eine theoretische Vorstellung kriegen von dem, was Sie machen. Gut so, schön locker. Für die Theorie kann ich mir doch auch ein Buch kaufen. Ich will jetzt endlich die Praxis kennenlernen. So gut, wie Sie meinen. Dann wollen wir mal sehen, wie weit Sie ohne Theorie kommen. Schlagen Sie mal den Ball. Ja, was ist? Ja, Sie wollen noch Praxis. Probieren Sie es auch mal? Ja. Ja, sehr gut. Sie sind Linkshänder. So, Sie bitte. Ja, klingt sehr gut. So, probieren Sie es auch mal. Ja, sehr gut. Da schau her. Da sollten Sie sich mal ein Beispiel dran nehmen. Wollen Sie es noch mal probieren? So, stellen Sie mal einen Schläger hin. So, ein bisschen zurückgehen, darf ich mal. Bringt einfach zurück. So, die Knie locker. Ich halte meinen Kopf fest, ja? So, und los geht's. Ja, perfekt. Sagen Sie, wollen Sie nicht Ihrem Mann zeigen, wie es geht? Hallo, Moritz. Hallo. Was machst du denn hier? Fernsehen, wenn's recht ist. Ist die Nachhilfe schon zu Ende? Genies und Wahnsinnige brauchen keine Nachhilfe. Die führt sich auf wie ein Champion, dabei ist null dahinter, absolut gar nichts. Und das verletzt deinen Stolz, was? Quatsch. Ich lass mich nur nicht ganz schwach anreden, schon gar nicht vom Minderjährigen. Komm, nimm's nicht so schwer. Das ist doch Tamis Masche. Je unsicherer sie wird, desto größere Töne spuckt sie. Tami unsicher? Nie im Leben. Ich kenne sie schon etwas länger. Komm, jetzt schlaf erst mal drüber. Und morgen probierst du es nochmal. Ich bin sicher, dir fällt was ein. Linke Hand nach oben und die rechte Hand darüber nach unten. So, ja. Gut. So, und jetzt, das hat er uns doch gestern gezeigt, Interlock. Kleine Finger, Zeigefinger so, Daumen der linken Hand in die Mitte. Meine Schulter. Schlimm? Ja. So eine Scheiße. Ist alles okay? Komm, komm, lass uns abhauen. Sieh sie aus, komm. Thank you.
Maria, wir müssen los. Auf dass dieses Wochenende kein gänzlich verlorenes sei. Platzreife zu erreichen, habe ich beruflich sowieso keine Zeit. Ja, bei deiner mangelnden Begabung wird es ohnehin etwas länger dauern. Also dreh du nicht, solange du Tennis nicht mal richtig kannst, würde ich eine zweite Sportart gar nicht anfangen. Also ich würde gerne weiter schnuppern, mir hat es nämlich gerade angefangen, Spaß zu machen. Aber bitte schnuppere weiter. Kinder, ich habe eine tolle Idee. Na nee, nicht schon wieder. Schon wieder. Doch, sozusagen als Entschädigung. Ich habe in meiner Redaktion noch eine Einladung für ein Konzert mit diesem fabelhaften, übrigens hinreißend gut aussehenden jungen Russen. Liebe Konzerte mit fabelhaft hinreißend aussehenden jungen Russen, aber wir müssen jetzt los, es ist 11. Ciao, gute Nacht. Ciao. Wir haben es gleich geschafft, da vorne ist der See. Ich hab so Angst. Bald sind wir sicher als auf den Straßen. Die haben sicher schon längst die Polizei alarmiert. Los, komm! Sonst passt immer auf. Mir ist so kalt. Auch noch in Schutz, deinen Unglücksraben. Oh. Ich habe ihn da reingeritten. Ja, dann teilst du natürlich auch Wasser und Brot mit ihm, gell? Das ist das Klare. Wir machen das gemeinsam. Schau, Tammy, ich habe ja auch was zu bereuen. Meiner Lebtag trinke ich nicht mehr so viel. Das weiß ich ganz bestimmt. Du bist mir wirklich nicht mehr böse? Ach, geh zu, Kind. Ich hab dich so gern, Opa. Ist schon recht. Vater, ich, naja, du weißt schon. Jetzt mach's mir halt nicht so schwer. Weißt du noch, was du zu mir gesagt hast? Ich weiß es. Geht's jetzt wieder besser? Rauschkugel hast gesagt, sturer Bock hast gesagt, oder? So war's doch. Naja, im Affekt halt. Du weißt ja, die Kinder und. Versteh mich doch. Nix verstehe ich, gar nix. Du bist ja nie jung gewesen, gell, Florian? Vater, es tut mir ehrlich leid. Entschuldige. Na, na, Florian. So schnell sind wir zwei nicht wieder beieinander. Das geht deinem Vater ein bisschen zu schnell. Mit dem Entschuldigen. Vater, du wirst mir das doch nicht nachtragen. So wenig glaubst du deinem alten Vater. Ah, ja. Vor alle Leute hast du mich zum Deppen gemacht. Schämen hättest dich müssen für mich, hast du gesagt. Ja, ja, Florian. Ich wünsch dir nur eins. Dass du dich von deinen Kindern niemals so anreden lassen musst. Entschuldige.
Schmarrn ist es! Ein ausgemachter Schmarrn! Herr Behringer, fast 2 Promille. Der Alkoholtest war völlig eindeutig. Das kann ja alles sein, aber das ist mir wurscht. Ich bin nicht gefahren. Wie oft soll ich denen das noch sagen? Vater, jetzt gib's halt endlich zu. Du machst ja alles nur noch schlimmer. Ja, Grütze, Dirken, seid denn ihr alle miteinander vernagelt? Hören's auf Ihren Sohn. Das Leugnen, das bringt doch nichts. Und jetzt hören's bitte schon auf mit dem Geschrei. Ach so, da herin darf man nicht einmal mehr die Wahrheit sagen. Ich hab nichts zum Zugeben, weil's nichts zum Zugeben gibt. Herr Behringer, so nehmen Sie doch endlich Vernunft an. Fahren unter Alkoholeinfluss. Unfall mit erheblichem Sachschaden. Unfallflucht. Der Fall ist doch ganz klar. Was soll also die Aufregung im Nachhinein? Wird sie natürlich einiges kosten, das ist klar. Dass du in deinem Alter derart unverantwortlich handelst. Ich verstehe ja manches, aber das ist wirklich der Gipfel. Schlimmer wie ein Halbstarker. Dass nicht einmal du mir was glaubst, Florian. Das ist traurig. Arg traurig ist es. Am besten, Sie nehmen Ihren Vater jetzt mit nach Hause, damit er seinen Rausch ausschlafen kann. Komm. Schande ist das, Vater. Mann, lass mich los. Gib's den Hund darunter. Es ist doch schon kurz nach Mitternacht. Jetzt müssen Sie wenigstens bei euch in der Wohnung angekommen sein. Mama, jetzt mach dich doch nicht verrückt. 12 ist in dem Alter gar keine Zeit. Gesehen davon sind Sie zu zweit. Was soll da schon groß passieren? Aber Tami ist doch noch ein Kind. Nein, nein, deine Mutter hat recht. Moritz hat sowas noch nie gemacht. Opa und Fahrerflucht. Das will mir einfach nicht in den Kopf. Das passt auch nicht zusammen. Der Opa ist doch überhaupt nicht der Typ für sowas. Moment mal. Opa hat gar keinen Unfall gehabt. Das geht ja gar nicht. Da hätte er ja noch mal nach Hause kommen müssen, um den Wagen zu holen. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Bevor wir zum Golf weg sind, da war der Opa schon vor. Liebe Konzerte mit fabelhaft hinreißend aussehenden jungen Russen, aber wir müssen jetzt los, es ist 11. Ciao, gute Nacht. Ciao. Wir haben es gleich geschafft. Da vorne ist der See. Ich hab so Angst. Bald sind wir sicher als auf den Straßen. Wir haben sicher schon längst die Polizei alarmiert. Los, komm! Sonst passt immer auf. Mir ist so kalt. Das kannst du doch nicht machen. Komm rein jetzt. Das ist das Wetter. Also ich trinke jetzt noch ein bisschen. Oh. Die Carla, wie die sich angestellt hat. Wie beim Eierlegen. Komm. In der Theorie, da bist du immer groß. Aber in der Praxis, Herr Behringer, bin ich ja ganz nass. Ja, Verzeihung, Frau Behringer, ich bin eben kein Naturtalent, so wie Sie. Ach, Maria, zeigen Sie Ihrem Mann doch noch mal, wie es geht. Magst du auch einen? Ja, bitte. Du kannst ja Privatunterricht bei mir nehmen. Im Morgengrauen, im Garten, auf unserer privaten Driving Range. Jetzt weiß ich, wo du deinen Ballasteros-Schwung her hast. Bestimmt nicht von dir. Aber gegenüber dem Christian war ich der King. Der hat überhaupt keinen Ball getroffen. Ich bin die Beste.
Guten Abend. Mann. Sind Sie Herr Ludwig Behringer? Nein, das ist mein Vater. Wieso ist was passiert? Ist er im Haus, Ihr Vater? Nein. Wissen Sie, ob er mit seinem Wagen unterwegs ist, einem VW? Ja, wahrscheinlich schon. Der Wagen hatte einen Unfall und der Fahrer ist flüchtig. Können wir bitte mal nachschauen? Ja, bitte, kommen Sie rein. Bitte sehr. Was wollt ihr denn mit den ganzen Schlägen? Einer pro Person reicht doch. Also Maria, bitte. Wenn du glaubst, dass ich eine von den Kartoffelsäcken durch die Gegend schleppe, dann irrst du dich aber. Die nehme ich. Maria, du wirst sehen, Golf ist eine totschicke Sache. Erstmal die feinen Klamotten und dann dieses stilvoll dekadent englische Ambiente. Schade, dass es nicht regnet. Ich kann meinen schönen Anzug nicht anziehen. Man braucht einen ganzen Satz Schläger. Die Hölzer für den Abschlag, die Eisen zum Anspielen Chrissy. Der Fahne, den Sandwich, wenn du im Bunker landest, und einen Pitching-Wedge zum Annähern und einen Putter zum Einlochen. Also für jeden Schlag, den ich noch nicht beherrsche, einen Schläger. Ja, ich meine, ich habe das ja noch nie probiert, aber so schwer kann das ja nicht sein, einen Ball von der Wiese zu schlagen. Ja, im Fernsehen sieht es jedenfalls ganz einfach aus. Nicht, warum uns keiner abholt. Treff 10 Uhr auf der Anlage mit Ihrem Golflehrer Frank. Du bist. Es ist 5 nach. Vielleicht fragen wir mal im Clubhaus nach diesem Herrn Frank. Ach was, lasst uns anfangen. Ich bin schon ganz heiß drauf zu spielen. Okay. Glaubst du, wir dürfen das? Vor! Vor! Das probiere ich doch gleich mal. Deinen Ball. Stopp! Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Ich übe, wenn Sie nichts dagegen haben. Aber nicht hier. Dort üben die Anfänger. Auf der Driving Range. Wo ist die, bitte? Da. Und wie kommt man da hin? Zu Fuß. Ah ja. Hey, Tammy, beeil dich. Um 7 spielt eine super Jazz-Combo im Hot Point. Sag mal, Uli, findest du Jazz auch so zum Einpennen? Wir können auch ins Kino gehen. Du meinst doch nicht im Ernst, dass wir mit dem Fahrrad vorm Kino antanzen, du. Nee, danke. Die Kiste ist mir ein paar Nummern zu klein. Ali, komm. So, Herrschaften, das Wichtigste beim Golfschwung ist, dass ihr den Ball square treffen, klar? Wenn Sie Schlägerblatt nämlich zudrehen, dann geht der Ball nach links. Ein Hook. Dagegen, wenn Schlägerblatt offen steht, passiert was? Nee, was ist denn, Herrschaften? Mitdenken, bitte. Der Ball fliegt nach rechts. Ein Slice. Übrigens der größte Feind des Golfers. Das hätten Sie uns doch alles an der Bar erklären können. Wann geht's denn endlich los? Ich will doch hier nicht... Die führt sich auf wie ein Champion, dabei ist null dahinter, absolut gar nichts. Und das verletzt deinen Stolz, was? Quatsch. Ich lass mich nur nicht ganz schwach anreden. Schon gar nicht vom Minderjährigen. Komm, nimm's nicht so schwer. Das ist doch Tamis Masche. Je unsicherer sie wird, desto größere Töne spuckt sie. Tami unsicher? Nie im Leben. Ich kenne sie schon etwas länger. Komm, jetzt schlaf erst mal drüber. Und morgen probierst du es nochmal. Ich bin sicher, dir fällt was ein. Nein, die linke Hand nach oben und die rechte Hand darüber nach unten. So, ja. Gut. So, und jetzt, das hat er uns doch gestern gezeigt, Interlock. Kleine Finger, Zeigefinger so, Daumen der linken Hand in die Mitte der rechten und der rechte Daumen über den Schläger. So, genau. Lassen Sie die Beine und Körper ganz gerade aufgerichtet. Schauen Sie über die linke Schulter.
Beugen Sie sich in der Taille nach vorn, neigen Sie aber den Oberkörper und den Kopf nur so weit vorwärts, bis der Schlägerkopf 5 oder 7 Zentimeter überm Boden schwebt. So ist es richtig. Ist das richtig so? Ja, ja, ja. Aber weniger beugen, mehr neigen. Eine Chance gebe ich diesem Sport noch. Behalten Sie diese Haltung bei, beugen Sie aber die Knie gerade so weit, bis der Schlägerkopf auf dem Boden aufliegt. Beobachten Sie sich in dieser Stellung gut, denn mit dieser Körperhaltung werden Sie Ihre besten Ergebnisse erzielen. Bist du sicher? Ich bin kein Profi, aber hier steht's. Du musst doch wissen, ob das die korrekte Grundstellung ist. Ja, sag mal so, ich halte es für einen Erfolg, wenn du in dieser Stellung nicht umkippst. Siehst du? Ich muss das einfach beherrschen. Ich muss. Ja, aber versuch nicht wieder, die Deckenlampe zu treffen. Und ausgerechnet Maria soll eine Golfbegabung sein. Ist ja lächerlich. So, stell dir vor, du schwingst eine Sense. So. Ja. Und beim Rückschwung hoch hinauf bis zum höchsten Punkt. Ja. Und beim Abwärtsschwung durchziehen. Den Toaster wieder auf hoch gestellt. So. Tami! Wie oft muss man diesem Kind sagen, dass sie die Sachen ordentlich reinstellen soll? Guten Morgen. Ich mach dich schon. Danke. Immer wenn man es eilig hat, geht alles schief. Hast gut geschlafen? Ja, danke. Tut mir leid, dass ich so spät runterkomme, aber das Bad war besetzt. Sollte mal einer von der Familie auf die Idee kommen, mir zu helfen. Aber die schaffen es ja nicht mal pünktlich da zu sein zum Frühstück. Sie kennen doch nicht wieder so schöne Hosen auf dem dreckigen Boden da umeinander rutschen. Jetzt lassen Sie mir halt doch geschwind einmal durchsaugen, damit Sie es da herinnen auch wieder schön sauber und gemütlich haben, ne? Ich brauch's nicht so sauber. Und gemütlich ist bei mir sowieso. Ja, Herrschaft, können Sie denn nicht aufpassen? Da schauen's, was Sie da gemacht haben. Ja, da schauen Sie. Ja, was soll ich denn sehen? Jetzt sehen Sie freilich nichts mehr, weil Sie es aufgesagt haben. Das isländische Moos, das ich mir vorbereitet habe, das haben Sie jetzt in Ihrem Stabsauger drin. Was? Das bröselige grüne Zeug, was da überall rumgelegen ist? Ja, das grüne Zeug, das ist isländisch Moos und gehört zur Landschaftsgestaltung. Und das kann ich mir jetzt aus Ihrem Staubsauger, aus dem dreckigen Müllsack da rausholen. Ludwig, Frühstück! So. Kann mir mal einer einen Joghurt mitbringen? Wenn du was willst, holst dir gefälligst selbst. Wir sind nicht dein Dienstpersonal. Nur weil Opa sich von dir bedienen lässt, musst du doch nicht gleich auf mir rumhacken. Hab ich's mir doch gleich gedacht. Und was denn? Ein Brief vom Anwalt. Ja. Er rät von einer Anzeige gegen die Sekte ab. Es gibt keinerlei Beweise dafür, dass Ilse unter Zwang gehandelt hätte. Der Übertrag. So, Herrschaften, das Wichtigste beim Golfschwung ist, dass Sie den Ball square treffen, klar? Wenn Sie Schlägerblatt nämlich zudrehen, dann geht der Ball nach links. Ein Hook. Dagegen, wenn Schlägerblatt offen steht, passiert was? Ja, was ist denn, Herrschaften? Mitdenken, bitte. Der Ball fliegt nach rechts. Ein Slice. Übrigens der größte Feind des Golfers. Das hätten Sie uns doch alles an der Bar erklären können. Wann geht's denn endlich los? Ich will doch hier nicht zugelabert werden. Ich will endlich spielen. Immer mit der Ruhe, ja? Machen Sie mal alles so.
Übrigens, an einem Schnupperwochenende können Sie sowieso noch nicht Golf spielen lernen. Das ist die Sache zu kompliziert. So, und jetzt schön locker durchschwingen. Sie sollen hier nur mal eine theoretische Vorstellung kriegen von dem, was Sie machen. Gut so, schön locker. Für die Theorie kann ich mir doch auch ein Buch kaufen. Ich will jetzt endlich die Praxis kennenlernen. So gut, wie Sie meinen. Dann wollen wir mal sehen, wie weit Sie ohne Theorie kommen. Schlagen Sie mal den Ball. Ja, was ist? Ja, Sie wollen noch Praxis. Skandal. Probieren Sie es auch mal? Ja. Ja, sehr gut. Sie sind Linkshänder. So, Sie bitte. Ja, klingt sehr gut. So, probieren Sie es auch mal. Ja, sehr gut. Da schau her. Da sollten Sie sich mal ein Beispiel dran nehmen. Wollen Sie es noch mal probieren? So, stellen Sie mal einen Schläger hin. So, ein bisschen zurückgehen, darf ich mal. Gehen Sie einfach zurück. So, die Knie locker. Ich halte meinen Kopf fest, ja? So, und los geht's. Ja, perfekt. Sagen Sie, wollen Sie nicht Ihrem Mann zeigen, wie es geht? Hallo Moritz. Hallo. Was machst du denn hier? Fernsehen, wenn's recht ist. Ist die Nachhilfe schon zu Ende? Genies und Wahnsinnige brauchen keine Nachhilfe. Die führt sich auf wie ein Champion, dabei ist null dahinter, absolut gar nichts. Und das verletzt deinen Stolz, was? Quatsch. Schau, Ludwig, das ist doch so. Bei dem heutigen Stand der Technik, da brauchen die so einen wie uns überhaupt nicht. Ich weiß nicht, Karl. Eine lebenslange Erfahrung, die kann man durch eine Maschine nicht ersetzen. Ach, geh. Heute fragt doch keiner nach deiner lebenslangen Erfahrung. Ehrlich, ich bin froh, wenn ich demnächst in Pension bin. Dann habe ich wenigstens meine Ruhe. Wenn die dich bloß nicht täuscht, manchmal fängt der Ärger dann erst richtig an. Was meinst? Gehen wir rüber zum Kronwirt? Ein Schluck auf die alten Zeiten. Ja, das machen wir. Heute kann ich was vertragen, nach so einem verbatzten Sonntag. Riecht aber ganz gut. Was ist denn das? Rehnüsschen in Beaujolais mit Austernpilzen. Sieht ja gefährlich aus. Ich habe ein neues Rezept ausprobiert. Oh je. Ja, wenn es halb so gut schmeckt, wie es aussieht. Blöd, Mann. Bitte. Ah. Wir hätten es wirklich aushängen sollen. Das ganz nervös. Okay. Aber mach nicht zu lang, ja? Wer sagt denn, dass es für mich ist? Na? Benz. Franz, du? Ja? Du, wir sind gerade. Ja. Ja, ist gut, ich komme. Katja, hör mal. Ich muss dringend weg. Jetzt? Ja, jetzt sofort. Sind Sie denn ernst? Doch, Herr Franz hat einen Notfall. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen.
Für alles und jeden hast du immer Zeit, nur nicht für mich. Ich bin doch gleich wieder da. Stell das Essen in den Ofen. Länger als eine Stunde kann es nicht dauern. So, ein bisschen zurückgehen, darf ich mal. Geh einfach zurück. So, die Knie locker. Ich halte meinen Kopf fest, ja? So, und los geht's. Ja, perfekt. Sagen Sie, wollen Sie nicht Ihrem Mann zeigen, wie es geht? Hallo, Moritz. Hallo. Was machst du denn hier? Fernsehen, wenn's recht ist. Ist die Nachhilfe schon zu Ende? Genies und Wahnsinnige brauchen keine Nachhilfe. Die führt sich auf wie ein Champion, dabei ist null dahinter, absolut gar nichts. Und das verletzt deinen Stolz, was? Quatsch. Ich lasse mich nur nicht ganz schwach anreden, schon gar nicht vom Minderjährigen. Ach, komm, nimm's nicht so schwer. Das ist doch Tamis Masche. Je unsicherer sie wird, desto größere Töne spuckt sie. Tami unsicher? Nie im Leben. Ich kenne sie schon etwas länger. Komm, jetzt schlaf erst mal drüber. Und morgen probierst du es nochmal. Ich bin sicher, dir fällt was ein. Nein, die linke Hand nach oben und die rechte Hand darüber nach unten. So, ja. Gut. So, und jetzt, das hat er uns doch gestern gezeigt, Interlock. Kleine Finger, Zeigefinger so, Daumen der linken Hand in die Mitte der rechten und der rechte Daumen über den Schläger. So, genau. Lassen Sie die Beine und Körper ganz gerade aufgerichtet. Schauen Sie über die linke Schulter. Beugen Sie sich in der Taille nach vorn. Neigen Sie aber den Oberkörper und den Kopf nur so weit vorwärts, bis der Schlägerkopf 5 oder 7 Zentimeter über dem Boden schwebt. So ist es richtig. Ist das richtig so? Ja, ja, ja. Aber mehr, nee, weniger beugen, mehr neigen. Eine Chance gebe ich diesem Sport noch. Behalten Sie diese Haltung bei, beugen Sie aber die Knie gerade so weit, bis der Schlägerkopf auf dem Boden aufliegt. Beobachten Sie sich in dieser Stellung gut, denn mit dieser Körperhaltung werden Sie Ihre besten Ergebnisse erzielen. Bist du sicher? Ich bin kein Profi, aber hier steht's. Du musst doch wissen, ob das die korrekte Grundstellung ist. Ja, sag mal so, ich halte es für ein... Den Toaster wieder auf hochgestellt. So. Tami! Wie oft muss man diesem Kind sagen, dass sie die Sachen ordentlich reinstellen soll? Guten Morgen. Ich mach das schon. Danke. Immer wenn man es eilig hat, geht alles schief. Hast gut geschlafen? Ja, danke. Tut mir leid, dass ich so spät runterkomme, aber das Bad war besetzt. Sollte mal einer von der Familie auf die Idee kommen, mir zu helfen. Aber die schaffen es ja nicht mal pünktlich da zu sein zum Frühstück. Ja.
Sie kennen doch nicht wieder so schöne Hosen, auf dem dreckigen Boden da umeinander rutschen. Jetzt lassen Sie mir halt auch geschwind einmal durchsaugen, damit Sie es da herinten auch wieder schön sauber und gemütlich haben, ne? Ich brauch's nicht so sauber. Und gemütlich ist bei mir sowieso. Ja, Herrschaft, können Sie denn nicht aufpassen? Da schauen Sie, was Sie da gemacht haben. Ja, da schauen Sie. Ja, was soll ich denn sehen? Jetzt sehen Sie freilich nichts mehr, weil Sie es aufgesagt haben. Das isländische Moos, das ich mir vorbereitet habe, das haben Sie jetzt in Ihrem Stabsauger drin. Was? Das bröselige grüne Zeug, was da überall rumgelegen ist? Ja, das grüne Zeug, das ist isländisch Moos und kürzer Landschaftsgestaltung. Und das kann ich mir jetzt aus Ihrem Staubsauger, aus dem dreckigen Müllsack da rausholen. Ludwig, Frühstück! So, kann mir mal einer einen Joghurt mitbringen? Wenn du was willst, holst du gefälligst selbst. Wir sind nicht dein Dienstpersonal. Nur weil Opa sich von dir bedienen lässt, musst du doch nicht gleich auf mir. Das ist im Mülleimer. Und wenn ihr glaubt, ihr seid hier alle Pensionsgäste und braucht's nur herumzukommandieren, da habt ihr euch aber gründlich geirrt. Weißt du, was ich glaub, Maria? Ein bisschen Erholung täte dir wirklich gut. Meinst du? Ja, du solltest dringend einmal aufspannen. Das ist eine sehr gute Idee. Ich bin ja mal gespannt, was Maria für ein Outfit hat. Ja, ich auch. Uhuh. Hallo. Hallo. Hallo, wie seht ihr denn aus? Ich meine, warum seid ihr noch nicht angezogen? Wir haben doch gesagt, wir holen euch um 9:30 ab. Wieso? Wir sind doch angezogen, oder? Ach. Naja, es gibt ja auch Leute, die in Jeans in die Oper gehen. Carla, die große Golferin. Tschüss, Dami. Sie hat heute wieder ihren charmanten Tag. Tschüss, ihr zwei. Einer pro Person reicht doch. Also Maria, bitte. Wenn du glaubst, dass ich eine von den Kartoffelsäcken durch die Gegend schleppe, dann irrst du dich aber. Die nehme ich. Maria, du wirst sehen, Golf ist eine totschicke Sache. Erstmal die feinen Klamotten und dann dieses stilvoll dekadent englische Ambiente. Schade, dass es nicht regnet. Ich kann meinen schönen Anzug nicht anziehen. Man braucht einen ganzen Satz Schläger. Die Hülse für den Abschlag. Die Eisen zum Anspielen der Fahne, den Sandwich, wenn du im Bunker landest, und einen Pitching-Wedge zum Annähern und einen Putter zum Einlochen. Also für jeden Schlag, den ich noch nicht beherrsche, einen Schläger. Na ja, ich meine, ich habe das ja noch nie probiert, aber so schwer kann das ja nicht sein, einen Ball von der Wiese zu schlagen. Ja, im Fernsehen sieht es jedenfalls ganz einfach aus. Ich verstehe nicht, warum uns keiner abholt. Treff 10 Uhr auf der Anlage mit Ihrem Golflehrer Frank. Du bist. Es ist 5 nach. Vielleicht fragen wir mal im Clubhaus nach diesem Herrn Frank. Ach was, lasst uns anfangen. Ich bin schon ganz heiß drauf zu spielen. Okay. Glaubst du, wir dürfen das? Vor! Vor! Das probier. Zeigefinger so. Daumen der linken Hand in die Mitte der rechten und der rechte Daumen über den Schläger. So, genau. Lassen Sie die Beine und Körper ganz gerade aufgerichtet. Schauen Sie über die linke Schulter. Beugen Sie sich in der Taille nach vorn. Neigen Sie aber den Oberkörper und den Kopf nur so weit vorwärts, bis der Schlägerkopf 5 oder 7 Zentimeter über dem Boden schwebt. Ist das richtig so? Ja, ja, ja.
Aber nee, weniger beugen, mehr neigen. Eine Chance gebe ich diesem Sport noch. Behalten Sie diese Haltung bei, beugen Sie aber die Knie gerade so weit, bis der Schlägerkopf auf dem Boden aufliegt. Beobachten Sie sich in dieser Stellung gut, denn mit dieser Körperhaltung werden Sie Ihre besten Ergebnisse erzielen. Bist du sicher? Ich bin kein Profi, aber hier steht's. Du musst doch wissen, ob das die korrekte Grundstellung ist. Ja, sag mal so, ich halte es für einen Erfolg, wenn du in dieser Stellung nicht umkippst. Siehst du? Ich muss das einfach beherrschen. Ich muss. Ja, aber versuch nicht wieder, die Deckenlampe zu treffen. Und ausgerechnet Maria soll eine Golfbegabung sein. Ist ja lächerlich. So, stell dir vor, du schwingst eine Sense. So. Ja. Und beim Rückschwung hoch hinauf bis zum höchsten Punkt. Ja. Und beim Abwärtsschwung durchziehen. Sie war teuer. Ich hasse Golf. Herrschaft Maria, kannst du nicht Obacht geben? Ja, meinst du, ich soll jetzt fliegen lernen? Man kann ja keinen normalen Schritt mehr tun im ganzen Haus vor lauter Eisenbahnkram. Das ist ja wahr. Nirgends hat man seine Ruhe. Und kannst du mir bitte mal erklären, wie ich das klebrige Zeug wieder rauskriegen soll? Aus dem Tischtuch und aus den Stühlen, aus dem Teppich? Das ganze Haus ist inzwischen voll. Jetzt übertreib doch nicht gar so arg. Ludwig, du hast doch so viel Platz in deinem Keller. Natürlich. Im Keller wird er abgeschoben, der alte Mann. Nirgends lasst man ihm seine Freude. Das Abendessen kann ich sowieso schon wieder abschreiben. Wegen eurem Golfkrampf. Ludwig, so gern würde ich hier haben. Ein Kurhotel sind wir noch lange nicht. Ja, jetzt komm endlich. Es ist 3 Uhr. Wir sind schon wieder zu spät dran. Aber schau doch mal, wie es hier wieder ausschaut. Geh, Vater, wirst jetzt gar nicht mehr gescheit. Muss der Verhau jetzt auch noch hier oben sein? Du hast da unten im Keller genug Platz. Wisst ihr was? Ihr könnt's mir... Felix selbst. Wir sind nicht dein Dienstpersonal. Nur weil Opa sich von dir bedienen lässt, musst du doch nicht gleich auf mir rumhacken. Habe ich mir doch gleich gedacht. Und was denn? Ein Brief vom Anwalt. Ilse? Ja. Er rät von einer Anzeige gegen die Sekte ab. Es gibt keinerlei Beweise dafür, dass Ilse unter Zwang gehandelt hätte. Der Übertrag des Hauses geschah auf freiwilliger Basis und im vollen Besitz ihrer geistigen Kräfte. Er sieht keine Möglichkeit, der Sache strafrechtlich beizukommen. Das habe ich mir gedacht. Die lassen die Ilse nicht mehr los. Naja, vielleicht war es gut so. Die beiden haben eh nicht zusammengepasst. Der Opa wird schon drüber wegkommen. Was, die Erna hier am Samstag? Ja. Sag bloß, das hast du noch nicht gespannt. Sieht doch ein Blinder, wie die den Opa anbaggert. Steck du deine Nase lieber in deine Mathebücher, ja? Wir haben Ferien, da hat ein Schüler recht auf seine Erholung. Und sei froh, dass der Moritz dir überhaupt Nachhilfeunterricht gibt. Noch dazu in seinen Ferien. Wer hat denn unsere süßen kleinen Streber gebeten? Ich vielleicht. Reiß dich zusammen, Tammy. Sonst es irisch Moos gibt und dann besorg ich sie ihnen. Isländisch Moos, isländisch, nicht irisch. Und ersetzen brauchen sie mir gar nichts. Ich bin heilfroh, wenn Sie in Zukunft einen weiten Bogen um meine Anlage machen. Tami, was ist? Ich bin fertig. Ist ja echt ätzendes Frühstück hier. Tami, du bleibst hier und machst Mathe. Wo ist denn der gute Joghurt heute? Dein Joghurt ist im Mülleimer. Und wenn ihr glaubt, ihr seid hier alle Pensionsgäste und braucht's nur herumzukommandieren, da habt ihr euch aber gründlich geirrt. Weißt du, was ich glaub, Maria? Ein bisschen Erholung täte wirklich gut. Meinst du? Ja, du solltest dringend einmal aufspannen. Das ist eine sehr gute Idee. Ich bin ja mal gespannt, was Maria für ein Outfit hat. Ja, ich auch. Hallo. Hallo. Hallo, wie seht ihr denn aus? Ich meine, warum seid ihr noch nicht angezogen? Wir haben doch gesagt, wir holen euch um 9:30 ab. Wieso? Wir sind doch angezogen, oder? Ach. Naja,
Es gibt ja auch Leute, die in Jeans in die Oper gehen. Carla, die große Golferin. Tschüss, Dami. Sie hat heute wieder ihren charmanten Tag. Tschüss, ihr zwei. So, und jetzt, das hat er uns doch gestern gezeigt, Interlock. Kleine Finger, Zeigefinger so, Daumen der linken Hand in die Mitte der rechten und der rechte Daumen über den Schläger. So, genau. Lassen Sie die Beine und Körper ganz gerade aufgerichtet, schauen Sie über die linke Schulter. Beugen Sie sich in der Taille nach vorn, neigen Sie aber den Oberkörper und den Kopf nur so weit vorwärts, bis der Schlägerkopf 5 oder 7 Zentimeter über dem Boden schwebt. So ist es richtig. Ist das richtig so? Ja, ja, ja. Aber ja, nee, weniger beugen, mehr neigen. Eine Chance gebe ich diesem Sport noch. Behalten Sie diese Haltung bei, beugen Sie aber die Knie gerade so weit, bis der Schlägerkopf auf dem Boden aufliegt. Beobachten Sie sich in dieser Stellung gut, denn mit dieser Körperhaltung werden Sie Ihre besten Ergebnisse erzielen. Bist du sicher? Ich bin kein Profi, aber hier steht's. Du musst doch wissen, ob das die korrekte Grundstellung ist. Ja, sag mal so, ich halte es für einen Erfolg, wenn du in dieser Stellung nicht umkippst. Siehst du? Ich muss das einfach beherrschen. Ich muss. Ja, aber versuch nicht wieder, die Deckenlampe zu treffen. Ausgerechnet Maria soll eine Golfbegabung sein. Ist ja lächerlich. So, stell dir vor, du schwingst eine Sense. So. Ja. Und beim Rückschwung hoch hinauf bis zum höchsten Punkt. Ja. Und beim Abwärtsschwung durchziehen. Sie war teuer. Ich hasse Golf. Herrschaft Maria, kannst du nicht Obacht geben? Ja, meinst du, ich soll jetzt fliegen lernen? Man kann ja keinen normalen Schritt mehr tun im ganzen Haus vor lauter Eisenbahnkram. Das ist ja wahr. Nirgends hat man seine Ruhe. Und kannst du mir bitte mal erklären, wie ich das klebrige Zeug wieder rauskriegen soll? Aus dem Tischtuch und aus den Stühlen, aus dem Teppich? Das ganze Haus ist inzwischen voll. Jetzt übertreib doch nicht gar so arg. Ludwig, du hast doch so viel Platz in deinem Keller. Natürlich. Im Keller wird er abgeschoben, der alte Mann. Nirgends lasst man ihm seine Freude. Das Abendessen kann ich sowieso schon wieder abschreiben. Wegen eurem Golfkrampf. Ludwig, so gern würde ich hier haben. Ein Kurhotel sind wir noch lange nicht. Ja, jetzt komm endlich. Es ist 3 Uhr. Wir sind schon wieder zu spät dran. Aber schau doch mal, wie es hier wieder ausschaut. Geh, Vater, wirst jetzt